Hallo, liebe Hungrige. Zuerst wollte ich nur Brownies backen, doch dann fiel mir ein, dass ich ja noch Pflaumen habe. Und so entstand eben diese leckere Kombination. Der Teig ist ganz normaler Brownie-Teig, den ihr also auch ohne Belag oder mit ganz anderem Belag und ebenso in einer rechteckigen Form backen könntet. Und wie ihr seht, ist es ein wirklich schokoladiger, saftiger Teig. Wir brauchen dafür nicht viel, aber Zartbitterschokolade, Eier, Butter, Zucker, darf, muss aber nicht brauner sein, natürlich die Pflaumen und Mehl. Zuerst geben wir in einen Topf zur Butter die zerbrochene Schokolade, unterrühren und bei schwacher Hitze schmelzen wir alles und nehmen den Topf dann vom Herd. Die Pflaumen werden gewaschen, halbiert und entsteint. Wir trennen zwei Eier und wie das ganz effektiv geht, dazu gibt es ein Video, auf das ich von hier aus und in der Infobox verlinke. Das Eiweiß wird nun steif geschlagen und dann erstmal zur Seite gestellt. Nun geben wir in eine Schüssel zu zwei Eiern die beiden Eigelbe, geben auch den Zucker hinzu und verrühren dann mit den Schneebesen des Rührgeräts in ca. 4 Minuten alles cremig. Kurzes Wort zum Zucker. Nach herkömmlichen Brownie-Rezepten werden für diese Menge an Teig 250 Gramm Zucker benötigt. Mir ist das zu süß, ich nehme nur 150 und deswegen findet ihr in der Infobox auch diese Von-Bis-Angabe, entscheidet also nach eurem eigenen Geschmack. Hilft ja nebenbei auch Kalorien sparen. Haben wir dann eine cremige Masse, gießen wir nach und nach die heiße Schokobutter dazu und rühren diese ein. Danach schütten wir auch das Mehl in die Schüssel und rühren dieses kurz in die Schoko-Eiermasse ein. Nun geben wir die erste Hälfte vom steifen Eischnee hinein, heben diesen unter und verfahren anschließend mit der zweiten Hälfte ebenso. Und damit ist der Teig fertig. Wir fetten eine Springform leicht ein, befüllen sie mit dem Teig. Meine Springform hat übrigens einen Durchmesser von 26 cm. Solltet ihr eine rechteckige oder auch einen Backrahmen verwenden, wären Maße von 24 x 24 cm optimal. Den Teig nur noch glatt streichen und anschließend mit den Pflaumen belegen. Und ich mache das so, dass ca. die Hälfte davon mit der Schnittfläche nach oben zeigt. Die Pflaumen immer ein wenig eindrücken und dann den fertig belegten Brownie-Kuchen in den Backofen geben. Und dort wird er bei 175 Grad Umluft 150 Grad für 30 bis 35 Minuten gebacken. Und wenn ihr am Ende dann die Stäbchenprobe macht, ist es völlig richtig, wenn am Holzspieß noch weiche Teigspuren zu sehen sind. Denn nur dann ist der Brownie-Teig nach dem Auskühlen ebenso schön saftig. Und wer das nicht mag, lässt den Kuchen halt 5 bis 10 Minuten länger im Backofen. Ich nehme ihn also so heraus, lasse ihn in der Form ein wenig abkühlen und wie ihr sehen könnt, lässt er sich aus selbiger auch ganz einfach lösen. Und das war's auch schon, es darf gegessen werden. Wer ihn optisch noch etwas aufhübschen will, kann den Brownie-Pflaumenkuchen auch noch mit etwas Puderzucker bestäuben. Ist zwar nicht ganz stilecht, sieht aber hübsch aus. Ich lasse meinen so. Ich liebe ja diesen saftigen Teig. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr jedoch lieber Muffins, zum Beispiel Brownie-Muffins mit Toffifee oder auch Pflaumen-Muffins backen möchtet, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.